Ich bete zu den Göttern, den Alten und den Neuen, auf dass sie mir die Macht geben mögen, dieses Video zu überstehen. Denn dieses Mal geht es wieder um diesen kleinen Schleimscheißer. Warum heilt Gott keine Amputierte? Weil du einen schizophrenen Bandwurm in deinem Gehirn anbetest, der die paar Windungen auffrisst, die noch nicht mit Bleifarbe verstopft sind. Entschuldigt, ich sollte erst eine Grundgeschichte geben. Es gibt ein sehr bekanntes Video mit dem Titel 10 Fragen, die ein gebildeter Christ beantworten soll, oder irgendwas in der Richtung. Wo im Grunde 10 sehr gute Fragen gestellt werden, über die sich Christen Gedanken machen können, und die gehen in Richtung, Hast du jemals deinen Glauben mit den Denkwerkzeugen, die du in der Hochschule erlernt hast, hinterfragt? Ja, das. Also hören wir uns mal die erste Frage und die Antwort von Mr. Arschkrampe an. Hier kommt die erste Frage. Warum heilt Gott keine Amputierten? Warum heilt Gott keine Amputierte? Weißt du, es ist eine geile Idee, sein Mikro möglichst nah am Kopf zu halten, damit man nicht so einen tierischen Hall hat. Und darum bevorzuge ich es, wenn meine Aufnahmen in etwa so klingen. Cool, oder? Gott hat nur wenige Wunder in der Bibel getan. Wunder waren sehr selten. Er tat sie, wenn er etwas bestätigen wollte, wenn sich etwas Entscheidendes veränderte. Gott hat schon mal einen Amputierten geheilt. Lies nach in Lukas 22, heilt Jesus das abgehauene Ohr von jemandem und stellt es wieder her. Also Gott ist sich nicht zu fein, Plagen und Pestilenz über Völker zu bringen, die nicht machen, was er will. Ist sich nicht zu fein, Schlangen aus dem Nichts zu erschaffen, um Leute, die ihn angebetet haben, aber sich also entschieden haben, andere Götter anzubeten, zu bestrafen. Und ist sich nicht zu fein, in die Geschehnisse der Natur einzugreifen oder Städte zu zerstören und die komplette Menschheit auszulöschen. Aber er ist sich zu fein, den Wesen zu helfen, die er selber erschaffen hat. Oh, Entschuldigung, ich rede ja mit dir. Also lass mich raten. Solange wir selber nicht dazu in der Lage sind, durch Magie Körperteile nachwachsen zu lassen, dürfen wir Gott überhaupt nicht darum bitten, Körperteile nachwachsen zu lassen, oder? Gott ist nicht dein Bimbo. Er tut nicht alles, damit es dir gut geht. Ich wusste es doch. Ich weiß schon, was deine Definition von gut ist. Wenn dein Kind Süßigkeiten will, dann stopfst du es damit voll, bis es fett ist. Gott sucht unser Bestes. Aber das, was wir als unser Bestes betrachten, muss noch lange nicht das Beste für uns sein. Papi, warum hast du mir den Arm abgesägt? Halt die Fresse, ich weiß, was am besten für dich ist. Bedenke, die Juden sahen in der Kreuzigung Jesu auch keine gute Sache. Zwei Dinge. Erstens, die Kreuzigung Christi ist das Ding, um das deine komplette Religion aufgebaut ist. Hör auf, so zu tun, als ob das nie hätte passieren dürfen. Zweitens, wärst du damals ein Jude gewesen und genauso radikal, wie du heute ein Christ bist, hättest du höchstpersönlich die Nägel eingeschlagen, wenn nicht gerade Pessach gewesen wäre. Genauso siehst du keine gute Sache darin, wenn Amputierte nicht sofort geheilt werden. Gottes Ziel ist nicht Heilung, sondern Rettung. Wieso? Das ganze Rettungsding macht keinen Sinn, wenn Gott der Schöpfer von allem ist. Gott weiß genau, wo du landest, bevor er dich erschaffen hat. Gott weiß ganz genau, was du tun wirst. Das hier ist kein Test, das hier ist einfach nur eine Warteschleife, bevor du in sein Puppenhaus oder seinen Folterkeller kommst. Diese komplette Erde ist, wenn deine Schöpfungsmythen-Scheiße richtig ist, vollkommen unnötig, weil Gott einfach direkt die Seelen dahin packen kann, wo sie hin soll. In den Himmel kommen die Typen, die mit ihm zusammen die Nutten ficken dürfen, und in die Hölle kommen die Typen, die er am Wochenende auspeitscht. Fertig. Also kommen wir zur Frage 2. Warum leiden so viele Menschen auf der Welt Hunger? Es ist nur fair, euch vorzuwarnen, falls ich anfange unkontrolliert zu schreien, das Bild auf einmal weg ist und Blut durch die Gegend spritzt und ich ein paar Wochen nicht gesehen werde, wisst ihr warum? Weiter mit dem Text. Du sagst, es sei wirklich ganz furchtbar, dass Kinder in der Welt an Hunger sterben. Doch schauen wir uns mal an, wie ernst du die Sachen mit ganz, ganz furchtbar wirklich meinst. Ich warne dich, überspann den Bogen nicht schon wieder. Anstatt irgendwelche Videos zu produzieren gegen einen Gott, von dem du überzeugt bist, dass es ihn gar nicht gibt, und dabei dir mehrere Burger reinzustopfen. Du kleiner, wertloser, rückgratloser Bastard. Sohn einer billigen Kupferhure. Sollen Hunde deinen Karkus zerfleischen? Soll bald dir die Samen im Leib verfaulen lassen? Deine Felder sollen brache liegen und deine Häuser zusammenbrechen. Dunkelheit und Hass sollen deine Wege pflastern, denn du hast Sturm gesät und wirst Apokalypse ernten. Entschuldigung, ich war kurz weggetreten.
Ja, ich glaube, wir können sagen, das ist derselbe moralische, du machst doch auch nichts, weil Strohmann wie letztes Mal. Wir können weiterhin sagen, dieser Typ ist ein wertloser Sohn eines Rottweilers. Und wir überspringen das und gehen zur nächsten Frage, okay? Ist, glaube ich, besser für alle. Dritte Frage. Warum verlangt Gott den Tod so vieler Unschuldiger in der Bibel? Wenn du sagst, sie seien unschuldig, dann suggerierst du, dass sie keine Tat begangen haben, die sie in den Augen Gottes schuldig sprechen würde. Du behauptest in dem Video, es seien Kleinigkeiten, die diese Menschen begehen würden. Woher weißt du das? Weißt du, wenn man in einer kleinen Scheißrede den Namen Gott durch den Namen jedes beliebigen Diktators ever ersetzt, kann man damit alles rechtfertigen. Woher wusstest du, dass die Juden unschuldig sind? Lass das Gas laufen. Gott will es. Bist du derjenige, der absolute moralische Vorstellungen festsetzt? Woher kommen deine absoluten moralischen Werte? Objektive Moral ist ein sehr interessantes Thema. Das kann man im Grunde mathematisch festlegen. Was den meisten Leuten den meisten Nutzen bringt und den wenigsten Leuten einen Nachteil bringt, kann als moralisch gut angesehen werden. Und je nachdem, wie vielen Leuten es wie viele Vorteile und wie vielen Leuten es wie viele Nachteile bringt, kann man das Ganze skalieren. Wie moralisch ist es? Aber es hat nichts mit Gott zu tun. Und dein Gott hat nichts mit objektiver Moral zu tun. Alles, was du tust, ist, Gesetze irgendeines Wüstenstammes zu nehmen, also subjektive Moral zu nehmen, die irgendwann einem Gott zugeschrieben wurde, und die als objektiv anzusehen, weil du, kleines Stück Dreck, denkst, dass dein Gott dir einen Lollipop gibt, wenn du alles machst, was er will. Jetzt sagst du bestimmt, die Mehrheit ist davon überzeugt, dass es absolute Kleinigkeiten sind. Die Mehrheit hat kein Entscheidungsrecht. Was die Mehrheit damals in der Wüste gedacht hat, das ist wichtig, weil da haben die dann einen Gott drüber gestellt, der es angeblich so wollte. Hashtag Gott mit uns. Also hast du kein Fundament, um zu sagen, dass diese Dinge Kleinigkeiten sind. Selbst dann, wenn man objektive Moral ohne Gott und die Meinung der Mehrheit außen vor lässt, hat man immer noch eine subjektive Moral. Deine moralischen Vorstellungen stehen gegen die, die Gott hat. Du sagst, seine sind zu krass, er sagt, deine sind zu schwach. Aussage gegen Aussage. Ich glaube, es gäbe ein paar andere historische Figuren, die die Meinung von Gott teilen würden. Keine freundlichen historischen Figuren. Nun schauen wir uns doch mal die Personen an, die diese Aussagen treffen. Gott und Schöpfer des Lebens gegen einen Sünder. Wer hat recht? Oh, ich will auch. Ladies and Gentlemen, in dieser Ecke der allmächtige Schöpfer des Universums, Gott! Zerstörer von Sodom und Gomorra, Fluter der Welt, Mörder von Kindern und Frauen, Vernichter von Städten, Welten, Menschenleben und Verantwortlicher für Hölle, Folter und das Ende der Welt. In dieser Ecke Captain Chaos, YouTuber, Nudelgläubiger und Bartträger. Alter, ernsthaft, dein Argument hier ist, mein Gott glaubt, du bist ein Sünder, darum hat mein Gott recht. Frage 4. Warum steht in der Bibel so vieles, was sich mit der Wissenschaft nicht vereinbaren lässt? Habe ich das falsche Tape eingelegt? Mehr pseudomoralische Strohmann-Scheiße. Für alle, die die Frage nicht mehr wissen, es ging um Wissenschaft und warum die Bibel so wenig davon hat. Und seine Antwort ist, ihr Atheisten seid so kalt und böse. Fick dich mit jedem Gegenstand, den du finden kannst, du weinerliches kleines Stück Fuck. Frage 5. Warum befürwortet Gott in der Bibel so häufig Sklaverei? Kommen wir zur Runde Nummer 5. Runde 5. Ich gebe dir gleich Runde 5. Denkst du, das ist ein Ringkampf? Wäre das hier ein Boxkampf, wärst du besoffen in den Ring gestolpert? Hättest dich in der zweiten Runde bepisst, hättest in der dritten Runde versucht, einen Ringpfosten zu verprügeln und dir selbst ein blaues Auge dabei gehauen und in der vierten Runde hättest du dich zusammengekaut und nach deiner Mutter geschrien. Warum befürwortet Gott Sklaverei? Weißt du, ich weiß, ich nerve. Warum machst du dann solche Videos? Aber ich erkläre dir jetzt mal deine Religion. Pastafari glauben, dass es Fliegenspaghetti Monster die Welt erschaffen hat, dass es einen Piratenhimmel gibt mit Biervulkanen und Nutten. Das ist ganz einfach, oder? Und ich nenne sie Religion, weil du mir nicht erklären kannst, wo das Material oder die Energie vom Urknall herkommt. Und solange du mir das nicht erklären kannst, nenne ich ihn so. Du Spasti, Wissenschaft war im letzten Video.
Aber, da du ja so freundlich fragst, Materie und Antimaterie canceln sich gegenseitig aus. Es ist darum möglich, dass aus dem Nichts Materie und Antimaterie entstehen. Also im Grunde eine Materie-Antimaterie-Diffusion. Zudem wissen wir, dass es möglich ist, Materie in Energie umzuwandeln. In diesem Sinne, fick dich. Und schon wieder schwarze Flecken beim Schnitt. Denkst du, es ist ein Stilmittel oder liegt es in der Bleifarbe in deinem Hirn? Ja, von mir kannst du noch viel lernen. Ja, wie man beim Schneiden absolut sagt. Du solltest keine Absolutheitsansprüche verwenden. Sklaverei ist aus der Sicht des Atheismus weder richtig noch falsch. Du sagst ja auch nicht, dass Massentierhaltung falsch ist. Oh nein, die armen Hühner. Um es den Leuten auf den extrem billigen Plätzen und den Leuten, deren Eltern verwandt sind, ich rede mit dir, Nasiralan, zu erklären, hier die lange, vollständige Liste der Dogmen des Atheismus. Nummer 1. Ich glaube nicht an Gott. Ende der Liste. Atheisten neigen dazu, sich außerhalb von Es gibt keinen Gott eine zusätzliche Identität aufzubauen. Einige sind für Umweltschutz, einige nicht. Einige sind Feministen oder Menschenrechtler oder Männerrechtler oder Tierrechtler oder Rechtsrechtler oder Linksrechtler oder was auch immer. Aber beide sind deiner Meinung nach aus demselben Prozess entstanden. Gier? Also aus Zufall. Und dieser definiert keine Arbeitsbedingungen. Selbst wenn du dazu in der Lage wärst, in deiner grenzenlosen Dummheit und Ignoranz planmäßige natürliche Prozesse als alles Zufall zusammenzufassen, gibt es immer noch ein kleines Problem. Menschliches Verhalten ist kein Zufall. Nicht einmal in deiner verdrehten Zusammenfassung der Welt. Es gibt eindeutige, planmäßige Motivatoren hinter Sklaverei und Massentierhaltung. Und zwar menschliche Gier. Etwas, was dein Gott problemlos ausmerzen könnte, aber dazu kommen wir ja nicht. Außerdem, weil ich es gerade vergessen habe, bei einem normalen Menschen hätte es mich schockiert, dass du Sklaven mit Hühnern vergleichst. Bei dir erwarte ich es mittlerweile. Oh, du Dämlicher. Also ich verstehe euch Atheisten nicht. Das liegt daran, dass Atheisten Menschen sind. Ich habe sehr viel Probleme damit, die Reptilians zu verstehen, aber es sollte dir sehr einfach fallen. Ihr kritisiert, was ihr selber für nicht falsch haltet. Ein Christ hätte das Recht zu sagen, Sklaverei ist absolut falsch. Du weißt, dass Christen die Typen sind, die den Gott der Bibel anbeten, oder? Also den Typ, der euch Sklavenpreise und Behandlungsregeln für Sklaven gegeben hat. Der Typ, der Sklaven total cool findet. Atheisten auf der anderen Seite legen sich ihre Moral selber zurecht. Das heißt, ja, die meisten Atheisten, ich würde sagen sogar fast alle, sind gegen Sklaverei. Aber die Frage stellt sich, welche Grundlage aus moralischer Sicht ziehst du heran? Ich weiß, du kennst das nicht, aber die meisten Menschen haben etwas namens Empathie. Das erlaubt den Menschen, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und deren Gefühle nachzuempfinden. Also können Menschen sich vorstellen, wie scheiße es ist, ein Sklave zu sein und denken sich, ich möchte nicht, dass mich jemand versklavt, da versklave ich auch niemanden sonst. Jesus fucking Christ, musst du dumm, ignorant, unmoralisch und inkompetent sein? Reicht nicht eins davon? Und so haben wir alle angeborene Moralvorstellungen, denn sonst wären wir auch alle schon lange nicht mehr da. Und wenn du mir nicht glaubst, dann siehst du es selber an. Bitteschön. Ja, die Grundlagen der Moral sind den Tieren angeboren, weil sie in einem Rudel leben. Rudeltiere, die ohne diese Genetik geboren werden, werden in der Regel vom Rudel ausgestoßen, weil sie sich nicht einfügen können und verhungern langsam in der Steppe. Das ist also evolutionär bedingt, du Stück Dreck. Übrigens ist ein Großteil dieser Moral antrainiert. Ein Welpe weiß nicht von Geburt an, dass er den Alpha-Rüden zu respektieren hat und dass der Alpha-Rüde das ganze Fleisch bekommt, wenn er will. Er lernt erst dadurch, dass der Alpha-Rüde ihm ein Ohr abbeißt. Dass der Alpha-Rüde die Weibchen besteigen darf, der Welpe aber nicht. Dasselbe sehen wir in der menschlichen Gesellschaft. Je nach verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene moralische und ethische Vorstellungen, die auf den jeweiligen Konstrukten aufgebaut sind, die man dort Kultur nennt. Wenn du mir nicht glaubst, dann guck dich ein bisschen in der Weltgeschichte um und sag mir bitte, dass überall alles gleich ist. Wenn du das schaffst, weiß ich, du lebst in einer anderen Dimension als ich und ich kann beruhigt sein, dass du mich nie besuchen kommen wirst. Dazu habe ich eine Frage. Was macht ein Hai, wenn du ihm ein Baby vorwirfst? Macht er Gucci, Gucci, Gucci? Nein, ich habe dir gerade erklärt. Und noch eine. Hat der doofe Mann, der Kinder angreift, auch Moral? Hast du mir überhaupt zugehört? Die letzte Frage. Wenn wir alle angeborene Moralvorstellungen haben, warum vertreten dann nicht alle Menschen dieselben moralischen Vorstellungen? Subjektive Wertung der... Also Kinderschänder und Mutter Teresa. Hör mir endlich zu. Hitler und Humanisten. Wenn du für 5 Sekunden die Fresse halten...
Geh auf in deiner Ignoranz, denn sie ist alles, was dir bleibt, Idiot. Verdammt seist du, deine Eltern sind Geschwister ersten Grades. Verdammt sei der Tag, an dem du deine Abtreibung überlebtest. Verflucht sei der Ort deiner Niederkunft, denn Dummheit, Dummheit, Dummheit sollen alle Vögel singen, die dort weilen. Nichts soll dir gelingen, dumm bist du und dumm sollst du bleiben, da du nicht willig zu lernen und zu verstehen. Frage 6. Warum passieren guten Menschen schlimme Dinge? Die Bibel sagt, es gibt keinen guten Menschen, denn es gibt keinen Menschen, der den Maßstäben Gottes gerecht ist. Also ist dein Gott ein wertloses Stück Scheiße und du findest ihn trotzdem cool. Okay, können wir bitte diese Frage beenden, bevor du noch was Schlimmeres sagst? Aber da du natürlich ein Atheist bist und die Maßstäbe Gottes nicht anerkennst, könntest du jetzt sagen, ich setze meine eigenen Maßstäbe für das, was ich als richtig und gut ansehe. Und behaupten, dass du aufgrund deiner Definition ein guter Mensch bist. Ja, das könnte man. Vor allem, weil ich nicht überzeugt bin, dass die moralischen Standards von jemandem, der Hitler wie ein Chorknaben aussehen lässt, überzeugend sind. Das Problem dabei ist nur... Das Problem ist, dass dein Kameramann gerade einen Schlaganfall hatte. Das Problem dabei ist nur, dass du selbst die Dinge, die du als gut, ehrenhaft und richtig ansiehst, nicht mal einzuhalten vermagst. Nur weil man etwas selber nicht ist, heißt das nicht, dass man nichts darüber aussagen kann. Ich bin kein Dreieck. Trotzdem kann ich definieren, was ein Dreieck ist. Verstehst du das? Du hältst nicht mal dein... Oh mein Gott, schon wieder! Du hältst nicht mal deine Maßstäbe. Wie viel weniger Gottes Maßstäbe. Was ist das schon wieder für eine unmoralische, pseudo-blöd-Arschloch-Strohmann-Scheiße? Nur weil ich selber nicht dem Ideal entspreche, das ich als absolut gut ansehe, heißt das nicht, dass ich nicht dazu in der Lage bin, Personen einzuteilen in so ein Raster. Ein Beispiel. Ich weiß, dass Superman eine gute Figur ist, weil er uneigennützig handelt und bereit ist, sich selbst in Gefahr zu bringen, um andere zu beschützen. Das sind Eigenschaften, die ich als gut ansehe. Auch wenn ich selber nicht dazu in der Lage oder nicht dazu, auch wenn ich selber nicht mutig genug dazu wäre, es in demselben Maß zu tun wie Superman, erkenne ich, dass die Eigenschaften, die Superman zeigt, gut sind. Genauso kann ich sehen, dass die Eigenschaften, die der Joker zeigt, böse sind, weil er bereit ist, für seine Ziele zu töten und seine Ziele in der Regel durchgehend selbstsüchtig sind. Ich muss kein sabbernder Wahnsinniger oder ein Typ in Strumpfhosen, der fliegen kann, sein, um festzustellen, was gut und was böse ist. Und wieso muss ich Gott nicht an seine eigenen verfickten Regeln halten? Frage 7. Nein, das hat er nicht mehr geschafft. Was verständlich ist, weil sein Kameramann mehrere Schlaganfälle hatte. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ich glaube, es lässt sich am besten mit seiner Boxkampfmetapher erklären. Er hatte genau einen Schlag. Einen mädchenhaften linken Haken, mit dem er sich selber in die Magengrube geschlagen hat und dann 5 Minuten rumgeheult hat. Und es war immer derselbe mädchenhafte Haken. Du bist nicht moralisch genug. Du bist nicht moralisch genug. Du bist nicht moralisch genug. Ernsthaft, guckt euch das Video nochmal an. Bei jedem Argument, wo er nicht die Bibel vorzeigen kann, sagt er, dass entweder Captain Chaos nicht moralisch genug ist, um die Frage überhaupt zu stellen, oder dass die Menschen nicht moralisch genug sind, dass irgendwas passiert, oder heult ganz allgemein über Atheismus rum, dass das ja nicht warme, lustige Gefühle bei ihm auslöst und darum Wissenschaft unwichtig ist, wie rum das funktioniert. Also zeigt sich, dass unser Abtreibungsüberlebender oder Echsenmensch in schlechten Menschenanzug, ich bin mir nicht sicher, absolut keine Argumente hat, außer du bist aber böse, weil mein Buch über einen psychopathischen Massenmörder das sagt. In diesem Sinne, hoffentlich hat er niemals Kinder.